Hi Leute, willkommen zurück zu Black Myth Wukong. Wir sind immer noch dabei, diesen Drachen anzugehen und ja, haben mal das mal irgendwie komplett als umgestellt. Mal gucken, ob es besser läuft, wenn ich mich schneller verwandle, öfter verwandle, keine Ahnung. Ah, da erwischt er mich. Auch kein Abzaun. Oh, mach den fertig. Autsch. Nein, sie hauen ab. Ah. Knapp. Ah, oh, keine Macht mehr. Kann ihn gar nicht mehr stunnen. Nein, 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 nein! Ja, wir haben ihn. Blau-Grün-König, Blau-Grüner, irgendwas. Sehr cool. Feiner Goldfaden. Oh, noch einen Geistfunken. Nehmen wir. Was haben wir hier? Lungenperle. Bergbebenklaue. Ah. Feueratmen, Tränke und Mixturen. So, sehr cool, wir haben ihn geschafft. Taktik hat geholfen. Klar, ich hatte jetzt keine Macht mehr, um irgendwie mich noch öfter zu verwandeln oder irgendwie ihn
zu stunnen oder so. Aber es hat funktioniert. Gefällt. So, Waffen? Ich kann ja Waffen herstellen. Hier unten. Goldener Longstab. 42 Angriff mehr. Das ist eine Menge. Schade, dass ich das noch nicht machen kann. Bergbebenklaue. Okay, dann fehlt mir noch irgendwas anderes. Kuhnstahl, das fehlt mir auch. Kohle haben wir eigentlich. Das hier kann ich mir leisten. 4 Angriff mehr. Dann nutze ich nicht so viel, ne? Strafender Hagel. Fügt dem Gegner Schockschaden anstatt Flächenschaden zu. Lohnt sich das? Weiß ja nicht. Hier fehlt mir noch wieder irgendwas. Ich bin unentschlossen. Es wäre schon geil, wenn ich das hier bauen könnte. Aber ich darf ja nicht. Okay. 4 Angriffe. 4 ist halt nicht viel. Das hier wäre schon Bombe, aber naja. So, kann ich denn wenigstens Rüstung herstellen? Gibt nichts Neues. Das ärgert mich. Schade. Rüstung hätte ich gut gebrauchen können. Jetzt langsam mal wieder braun. Was kann ich jetzt machen? Das hier. Die Verwendung der Gurt erhöht für kurze Zeit den Angriff. Für den nächsten enthüllenden Schlag im Wolkenschritt. Erheblich. Wenn wir aus dem Wolkenschritt rauskommen und dann ist das quasi der enthüllende Schlag, weil wir dann wieder sichtbar werden, oder? Das heißt, wenn wir dann den Schlag aufladen im Wolkenschritt, müsste das richtig geil Schaden drücken. Okay. Könnte man sich auch mal überlegen. Aber wir bleiben erstmal jetzt dabei, wo wir sind. Einmal rasten. Selbstbestimmung. Okay. So, dann können wir sie jetzt nochmal angehen. Ob sie mich einfach wieder fertig macht, oder? Kann ich ausweichen? Ja, okay. Nur das, wenn ich weg bin? Bleibt uns dann wieder bereit. Komm her. Verwandlung macht mich jetzt auch fertig hier. Was für eine Reichweite die Dinger haben. Okay, das mit den Duplikaten muss ich mir anders überlegen. Awai Königin, Yangjin Stern, Kangjin Stern. Das verbraucht nämlich ganz schön viel Macht. Es ist schlecht, wenn sie in diese Drachenform geht, haben wir gerade festgestellt. You want to save me, but who'd do the same for you? Ben?
Wir sind zurück. Ah, komm. Autsch. Toll, ist wieder umgefangen. Nicht ankommen. Fantastisch. Ich werde doch den Schattenschritt nutzen. Den aufgeladenen Schlag da draufhalten. Ich glaube, das Spiel sieht echt gut aus. Mit den ganzen Vögeln im Hintergrund, ey. Mit Effekten im Schnee. Blitze. Das hat schon was. Du musst vielleicht im Nahkampf bleiben. Autsch. Nee, vermöbelt sie mich. Mach ja keinen Schaden, das ist immer ein Problem. Wieso trifft sie mich denn mit dem Ding? Ich bin doch extra gelaufen. Ich hab doch vorher nicht anders gemacht. Wow, die hat auch wieder ein Wort. Komm ich an sie ran. Bin ich nicht sicher. Uff. Master asked to keep you. Otherwise I would have finished you off. Okay, soll ich noch die verwandeln? Das gibt's doch nicht. Jetzt fliegt die nur noch. Ja, und haut auch immer noch ab. Ist doch nicht wahr. Wie haut die denn rein? Was war das denn? Oh nein. Oh, was? Das war neu. Hä? Ach du Mann, ey. Wie soll ich denn da abhauen? Ah. Autsch. Oh, leck die Schlangen. Autsch. Aufhören! Hallo mehr. Oh nö, nö. Oh, diese Blitzspeere. Die sind übel. Verwandlung hat bei ihr nichts gebracht. Den hat sie einfach zerstört.
ohne dass ich irgendwas machen konnte. Lona hat sie zerstört mit ihrer Drachenform. Hier vielleicht wirklich mal in den Schattenschritt. Einmal um sicher zu sein. So, dann wieder weg mit dem ganzen Kram. Fellmagie, Veränderungen. Unvorsehbare und schwer zu fassende Veränderungen, die Stärke und Flexibilität ein. Wir Wolkenschritt haben, ne? Mittiges Bewegungstempo von Wolkenschritt moderat. Ja, dann kann ich zumindest weglaufen in ihrer Dingensform. Hoffnung, dass sie dann. So, felsenfest. Was bringt mir das eigentlich? Kann aktiv entfernt werden. Okay. Verringert die Abklingzeit von felsenfest moderat. Okay. Gewährt nach einem erfolgreichen Abwehr eine beträchtliche Menge Fokus. Fokus will ich brauchen. Macht. Erhöht den Schaden des ersten leichten Angriffs nach erfolgreichen Abwehr. Gewährt nach einer Abwehr mit felsenfest für kurze Zeit Schadensreduktion. Das stellt nach einer erfolgreichen Abwehr eine beträchtliche Menge Mana wieder her. Das Abwehrzeitfenster verkürzt sich, wenn dieses Talent erweckt wird. Okay. Abwehrzeitfenster verkürzt sich. Ich würde mal auf Wolkenschritt bleiben. Die wären gut, aber ja, ihre Drachenverwandlung zerstört mir den ganzen Plan. Lehm könnte ich natürlich auch noch machen. Nehmen wir das nochmal mit. So, und Stabhaltung kann ich natürlich auch noch machen, oder? Mit den Angriff. Wird die 4 Flüche-Resistenz leicht, aber das habe ich hier auch. Ne? Hier sind 2 Punkte, hier kostet es 1. Ne, Trefferchance. Verkürzt die Dauer von Effekten. Achso. Erhöht die 4 Flüche-Resistenz leicht. Wenn sie mit Blitz angreift, wäre das schon gar nicht so verkehrt. So, jetzt sind 8 Punkte. 7. Stabhaltung. Okay, schade. Wir probieren es mal. Ist aber ausgerüstet, oder? Schattenschritt. Nee. Was haben wir denn hier überhaupt alles? Hier haben wir. Achso, den Heini noch dabei. Was sind die denn noch? Okay, warum ist da noch ein Punkt? Doch, jetzt alles hier schon abgegrast. Muss ich das verstehen? Achso, weil hier noch was ist. Okay, weiße Jadeschale. Erhöht die Rate der Ausdauerwiederherstellung moderat. Die Rate der Ausdauerwiederherstellung. Was haben wir jetzt? Erhöht die kritische Trefferchance. Okay. Erhöht die Frostresistenz. Na toll, ich brauche was gegen Blitze. Erhöht den im Zustand eingefrorene kritische Trefferchance moderat. Aha. Für den Angriff bei erfolgreichen Treffern mit den leichten Angriffskombo beträchtlich. Das finde ich gut. So, und das hier. Kritische Trefferchance. Ja. Rate Ausdauer Wiederherstellung. Maximal Ausdauer. Für die Verteidigung. Immer das. Frostresistenz. Ich brauche Blitzresistenz. Sehr viel besser. Was kann ich damit machen? Diese Lungenklaue mit ihren Muskeln und Gelenken, die an knorrige, hölzerne Knoten erinnern, besitzt die Macht, Berge erbeben zu lassen. Ihr Zweck ist ein Geheimnis, das erst noch enthüllt werden muss. Ah, okay. Kommt also erst noch. Der mystisch sogar. Mystisch-bornes Horn.
Eins von sechs, also zur Hand. Können wir mehrere haben? Aha. Feiner Goldfaden, okay. So, alles weg damit. Na, warte. Wollte ich nicht. Jetzt gucken hier, Tagebuch. Fünf. Ich habe einen. Oh. Oh, fünf. So, jetzt muss ich hier eigentlich nochmal genau gucken. Relikte. Verrücke den Angriff nach einem perfekten Ausweichmanöver. Ah, okay. Ist ja ganz gut. Mit der Ausrüstung. Stabhaltung? Ne. Überleben. Veränderung. Umfang Silber und schwer zu fassende Veränderung. Der ist ausgerüstet, hoffe ich. Das ist das für ein Symbol. 3 war das aufs Haar genau, 2 müsste es sein, mit diesen komischen Wirbeln. Die Wirbel. Genau, die Wirbel sind ausgerüstet. Das da ist es nicht. Gut. Dann haben wir zumindest das. Mal gucken, ob das gut ist. Eigentlich brauche ich was, um Macht wiederherzustellen. Oder meinen Mana halt. Die didn't come back. Change your mind. Tremors for thunder. Capricorn for fear. You embrace your destiny. Why not embrace our ecstasy too? Jetzt safe bin. Master asked to keep you. Otherwise I would have finished you off. Heal to your true self. Boah, was ist das? Was ist das? Was? Wo wusste sie das?
Oh, jetzt springt die auch noch zurück. So weitergeht, kann ich das schaffen. Ah, Mist. Was war das denn? Ah, hat sie ausgelaugt, ne? Was ist das denn jetzt? Oh nein, nicht so ein... so ein Angriff. Ah! Mist. Wieso springt er denn? Das war überhaupt nicht geplant. Ja, das war's. Ja, ach komm. Ah, okay, aber die Taktik funktioniert. Definitiv. Ich glaube, dabei werde ich bleiben. Ich werde immer irgendwie zwei Aufladungen machen, kurz zu ihr ran, dann wird sie ihre Fähigkeiten benutzen, ihre zwei, drei Angriffe und dann wieder ranlaufen. Das sah ziemlich nice aus eigentlich. Dann konnte ich sie jedes Mal mit einem aufgeladenen Schlag treffen. Ich weiß nicht, ob ich dann wirklich das andere alles brauche oder lieber nochmal den aufgeladenen ein bisschen mehr boosten sollte. Müssen wir gucken. Gut, wir machen aber erstmal wieder Schluss und bis zum nächsten Mal. Ciao.